Die Frauenfrage ist je länger, je deutlicher eine Gerechtigkeitsfrage und diese wiederum eine Zukunftsfrage der katholischen Kirche. Denn bis heute definieren in dieser Kirche Männer, was Frauen sind, sollen und dürfen. Dazu berufen sie sich möglicherweise sogar je länger, je mehr auf eine natürliche Ordnung und die Kenntnis des Willens Gottes. Doch das überzeugt viele nicht mehr. Man kann nicht einerseits für die gleiche Würde aller Menschen eintreten und andererseits Frauen die gleiche Beteiligung verwehren. Das widerspricht dem Ethos der Menschenrechte. Das Geschlecht darf kein Grund zur Ungleichbehandlung sein, keine Entschuldigung für Machtmissbrauch, keine Legitimation für spirituelle, psychische oder sexuelle Gewalt. Ungleichbehandlung aufgrund des Geschlechtes ist Diskriminierung, auch wenn sie mit religiöser Motivation geschieht. Um Gottes Willen, unter Berufung auf Gottes Willen, Frauen zu diskriminieren, wie dies in Lehre und Struktur der Kirche weiterhin geschieht, kann nicht richtig sein. Wir werden heute Vormittag darüber sprechen, wie KatholikInnen auf den verschiedenen Kontinenten für Geschlechtergerechtigkeit kämpfen, welche Erfahrungen sie machen und welche Erwartungen und Forderungen sie erheben. Wir werden hören, welche konkreten Auswirkungen das kirchliche Frauenbild vor Ort hat und welche konkreten nächsten Schritte nötig sind, persönlich und strukturell, und zwar für Frauen und für Männer. Zur Abfolge, wir werden zwei Runden machen, 2x2 Menschen. Es gibt eine kleine Änderung im Programm. Die Kollegin Emilce Kuder musste kurzfristig absagen. Sie fällt also ersatzlos aus und wir werden in einer ersten Runde zusammen mit Regina Franken-Wendelsdorf und Pater Semmi den Fokus Geschlechtergerechtigkeit, Geschlechterungerechtigkeit in Kirche, Politik und Gesellschaft dazu etwas hören und kurz darüber sprechen und in einer zweiten Runde über Frauenbilder und Männerbilder in Kirche und Gesellschaft thematisieren, wieder kurz darüber sprechen und dann würde ich gerne ins Plenum öffnen, sowohl ins Plenum hier im Saal als auch ins digitale Plenum. Also herzliche Einladung auch an die Menschen im digitalen Raum, jetzt schon ihre Beobachtungen, Anmerkungen, Fragen sich vielleicht zu notieren, damit wir später auch gut gemeinsam ins Gespräch kommen. Ich darf Ihnen für den ersten Fokus vorstellen. Frau Dr. Regina Franken-Wendelsdorf, sie ist heute für das Catholic Women's Council bei uns und dort im Executive Board für Europa. Das Catholic Women's Council ist vielen hier, glaube ich, bekannt, die es noch nicht kennen. Es ist ein globales Netzwerk römisch-katholischer Organisationen, die sich für die volle Anerkennung der Würde und Gleichberechtigung von Frauen in der Kirche einsetzen. Das Catholic Women's Council ist auch Kooperationspartner unserer Veranstaltung. 2022 hat das CWC eine weltweite Listening Sessions organisiert, um die Stimmen von katholischen Frauen aus aller Welt für die Weltsynode hörbar zu machen. Und Frau Franken-Wendelsdorf wird uns einleitend Erfahrungen aus diesen Listening Sessions berichten, die dort geteilt wurden. Im Anschluss werde ich Pater Semmi vorstellen und dann gehen wir in den ersten kurzen Austausch und in die zweite Runde. Liebe Frau Franken-Wendelsdorf, Sie haben das Wort. Ja, auch von meiner Seite noch einmal einen wunderschönen guten Morgen. Frau Professor Knopf hat ja schon kurz erklärt, was das Catholic Women's Council ist. Von daher werde ich nicht großartig darauf eingehen. Wir haben diese Listening Session im Jahr 2022 begonnen und im Oktober 2022 haben wir die einzelnen Gespräche und Diskussionspunkte in einem Report zusammengefasst und diesen Report dann dem Synodenbüro vorgestellt. Es geht uns in unserem Netzwerk nicht darum, zu katalogisieren. Es geht nicht darum, einzuordnen, zu beurteilen oder gar das, was man von uns Frauen so häufig verlangt und erwartet, mit einer Stimme zu sprechen. Es geht uns um vielfältige Perspektiven und um Subjektivierungen. Es geht uns darum, diese Perspektiven und Subjektivierungen zu hören, ihnen Gehör zu verschaffen und mit vielen Stimmen eine
Vision zu verkünden, die Gleichberechtigung und Gleichwürdigkeit von Frauen. So erfuhren wir während der Listening Session, dass sich viele Fragen, Erfahrungen und Erwartungen ähneln und dass Forderungen nach Gleichberechtigung und Gleichwürdigkeit keine moderne Erfindung privilegierter Regionen sind, so wie wir jetzt hier zusammensitzen, sondern dass sie alle Frauen betreffen, egal in welchen Kontexten, kulturellen Traditionen oder sozialen Umfeldern sie leben. Theologinnen und Historikerinnen aus dem globalen Süden machten immer wieder darauf aufmerksam, dass patriarchale, frauenverachtende Strukturen im Zusammenhang mit Missionierung und Kolonialisierung stehen und dass Frauen überall von extremen Formen eines religiös begründeten Sexismus betroffen sind. Frauen bringen es auf den Punkt, indem sie sagen: Wie sollen wir als Frauen uns gegen Diskriminierung wehren, wenn ich als Frau in der Kirche und in der Gemeinde diskriminiert werde? Wie soll ich mich als Frau gegen eine gesellschaftliche Kultur der Gewalt und des Missbrauchs wehren, wenn in unseren Gemeinden und Familien die gleichen Formen von Gewalt und Missbrauch herrschen? Die misogynen und frauenverachtenden Strukturen in der Kirche wirken bis weit in das tägliche Leben, in das tägliche Leben von Frauen hinein. Im Rahmen des Weltjugendtreffs sagte Papst Franziskus, es sei auf dem Weg als Kirche manchmal eine Müdigkeit zu spüren. Unsere Listening Sessions haben gezeigt, dass Frauen für eine sehr lebendige und sehr tatkräftige Kirche stehen. Eine Kirche, die weniger durch Müdigkeit, sondern vielmehr durch Frustration geprägt ist. Frustration darüber, dass Frauen immer wieder danach beurteilt werden, welchen Nutzwert sie für die Kirche darstellen. Frauen haben auch heute noch, nach Ansicht von Priestern, Bischöfen und sogar Päpsten, nur dann eine Daseinsberechtigung, wenn sie dem Mann bei der Erfüllung seiner Aufgaben helfen, seinem Leben einen Sinn geben oder, wie Papst Franziskus in seiner Ansprache zur Audienz der World Union of Catholic Women sagte, seine Einsamkeit lindern. Frauen sind nicht ohne Warum. So sagte die Französin Anne Super in einer unserer Sessions. Sondern ihnen wird dieses Warum zugewiesen. Dabei, und das haben wir gestern ja zur Genüge gehört, dabei wird in allen Vorbereitungsdokumenten darauf hingewiesen, wie wichtig die Arbeit und die Teilnahme von Frauen für die Kirche ist. Aber Frauen bleibt oft nur die Mühsal und die Dienstbarkeit. Unbezahlt natürlich, entsprechend einer romantisierten Marientheologie, der sich aufopfernden, demütigenden Frau. Denn so Johannes Paul II. In seinem Brief an die Frauen, ihre, Marias, Herrschaft ist Dienst. Achtung und Würde dagegen erfahren der Priester, der Bischof. Sie werden für den Einsatz den Frauen weltweit leisten, gelobt, hofiert und mit Urkunden, Medaillen und Preisen geehrt. Und wenn eine Frau eine Position in der Kirche erhält, dann wird sie meist nicht als gleichberechtigte Führungsperson angesehen, da letzten Endes der ordinierte Mann nach wie vor das Sagen hat. In vielen Gesellschaften bestimmen männliche Netzwerke zwischen Kirche, Politik und Gesellschaft nach wie vor den Diskurs, wenn es um Fragen der Stellung der Frau, um Macht oder um Gewalt gegen Frauen geht. Der Dreiklang von Verfassung, Kultur und Kirche, wie ihn eine kenianische Teilnehmerin nannte, findet sich in allen Ländern wieder.
So werben überall auf der Welt katholische Herrenzirkel, wie zum Beispiel hier bei uns Studentenverbindungen und Vereinigungen, ganz offen mit ihren guten Beziehungen zu Wirtschaft, Politik und Recht. Und sie beraten Abgeordnete bei Gesetzesvorhaben gemäß einer männerorientierten Morallehre. Einflussbereiche, die weit über die nationalen Grenzen hinausgehen, wie Anne Super darstellte. So konnte karieren diese Netzwerke aus katholischen Gruppierungen, Bischöfen und, jetzt drücke ich mich vorsichtig aus, einzelnen päpstlichen Vertretern auch im internationalen Bereich auf den zahlreichen Konferenzen der Vereinten Nationen oder der EU die Freiheits- und Selbstbestimmungsrechte von Frauen und rufen Abgeordnete zum Boykott von internationalen Vereinbarungen auf, die dem Schutz des Lebens und der Würde der Frau dienen. Schlagzeilen wie Vatikan verbündet sich mit Diktaturen oder Vatikan bremst bei UN-Frauenrechtskonferenz oder gar Allianz von Vatikan und islamistischen Regierungen trat gemeinsam gegen Frauenrechte an. Diese Schlagzeilen kennen wir seit 30 Jahren. Frauen fordern, und das haben unsere Listening Sessions ganz deutlich gezeigt, dass die Kirche eine globale Führungsrolle bei der Wahrung der Menschenrechte einnimmt und diese anerkennen. Denn Frauenrechte sind Menschenrechte. Das oft klerikalistische, feudale Gebaren von Priestern und Bischöfen führt auf der einen Seite zur Verfestigung eines patriarchalen Bildes von Gott als Mann, König, Herrscher, Allmächtiger. Auf der anderen Seite werden das Wissen und die Erfahrungen von Frauen negiert, entwürdigt und missachtet. Oder für die eigenen Zwecke unter eigenem Namen für die Verkündigung genutzt. Anlässlich der Diskussion über das Recht von Frauen zu predigen, rief Kardinal Aforoche gerade Frauen dazu auf, mit ihren eigenen Beiträgen die Predigt des Priesters doch zu bereichern, damit dieser das Gehörte dann mit eigenen Worten in der Predigt weitergibt. Das geistige Eigentum von Frauen und ihr reichhaltiger Erfahrungsschatz wird so schamlos für die eigene Selbstdarstellung und die eigene Machterhaltung ausgenutzt. Aber, meine Damen und Herren, Frauenworte brauchen keine männliche Zunge, um zur wahren Botschaft zu werden. Frauen fordern. Das zeigt der Report sehr deutlich, dass ihre Charismen, Berufungen und ihre Arbeit als eigenständige Leistungen anerkannt werden. Und sie fordern die volle Teilhabe am Leben der Kirche. Formen klerikalen Machtmissbrauchs finden sich auf fast allen Ebenen. Wie benachteiligt Frauen in der Wahrung ihrer partizipativen Rechte sind, erfuhren wir unter anderem auch auf zahlreichen Veranstaltungen, die im Vorfeld der Synode stattfanden. Während der kontinentalen Phase erlebten Frauenorganisationen, dass sie bewusst von der Diskussion mit den Delegierten ausgeschlossen wurde, während andere, und jetzt drücke ich mich wieder sehr vorsichtig aus, eher männlich orientierte Netzwerke einen privilegierten Zugang erhielten. Zudem finden sich Frauenorganisationen leider oft in einer künstlichen Konkurrenz zueinander und blockieren sich gegenseitig, auch um eigene Zugänge nicht zu verlieren. Oder sie dienen Bischöfen und Priestern als Sprachrohr für eine männlich orientierte Lehre. Aber von Männern gemachte, ausgrenzende und demütigende Aussagen werden nicht durch eine weibliche Zunge zur frohen Botschaft. Zudem, und jetzt komme ich auf ein Thema zu sprechen, das wir gestern schon kurz angesprochen haben, zudem werden Frauen,
sie sich für die Rechte von Frauen in der Kirche einsetzen, immer häufiger ausgegrenzt und mitunter sogar bedroht. Physisch, psychisch, verbal. Bei einer Umfrage der spanischsprachigen Länder gaben über 70% der Frauen an, sexualisierte Gewalt in der Kirche und im kirchlichen Umfeld erfahren zu haben. Unter anderem sexueller Missbrauch, sexuelle Belästigung, verbale sexualisierte Gewalt, psychische und spirituelle Gewalt. Zusätzlich gaben 25% an, Machtmissbrauch zu erleben und 56% sprachen von Gewalterfahrungen durch Abwertung aufgrund ihres Geschlechtes und von Unsichtbarmachung. Dieses Thema ist allgegenwärtig auf allen Kontinenten, in allen Regionen. Gewalterfahrungen machen Frauen in Kulturen und in jedem sozialen Umfeld, auch und gerade in einem besonders religiösen, familiären Umfeld. In vielen Ländern wird das Thema verdrängt oder gar der säkularen Gesellschaft angelastet. Sexualisierte Gewalt ist ein Machtinstrument in einem Kontext der Unterwerfung verlangt. Bis heute wird Frauen von der katholischen Kirche das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung verweigert und Bischöfe opponieren weltweit offen gegen Gesetze wie die Istanbul-Konvention, die dem Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt dienen. Konferenzen und Studien, wie in den letzten Jahren sowohl in Australien, in Amerika, in England gemacht, zeigen ganz deutlich, dass Frauen, die häusliche Gewalt erleben, oft auch spirituellen und geistlichen Missbrauch durch kirchliche Amtspersonen erfahren. Eine ausgrenzende und erniedrigende Sprache in der Seelsorge und der Predigt wird als verbale sexualisierte Gewalt oft als Legitimation für häusliche Gewalt angesehen. Der Verweis im Seelsorgegespräch auf die Bedeutung der Unauslöslichkeit des heiligen Sakramentes der Ehe und das christliche Gebot, ihm zu vergeben, ist keine seelsorgerische Hilfe, sondern Komplizenschaft mit dem Täter. Der Verweis auf das hingebungsvolle und aufopfernde Vorbild der seligen Mutter Gottes Maria, die den Schmerz und das Leid der Frauen teilt, ist keine seelsorgerische Hilfe, sondern unterlassene Hilfeleistung. Diese Diskriminierungsstrukturen und der Ausschluss von allen ordinierten Ämtern werden in allen Regionen der Welt als die schwerwiegendste Form der Diskriminierung und Ungerechtigkeit angesehen. Aber Frauen leisten Widerstand. Denn ohne Widerstand kann es keine Hoffnung geben und ohne Hoffnung keinen Widerstand. Frauen bitten nicht mehr demütig darum, gehört oder eingeladen zu werden. Frauen gestalten Kirche in vielfältiger Weise mit ihren Gaben, ihren Charismen, ihren Berufungen. Frauen schließen sich zu neuen Netzwerken zusammen, erkennen, dass sie nur in Gemeinschaft ohne Gleichmacherei mit vielen unterschiedlichen Stimmen Veränderungen bewirken können. Dabei haben sie nicht nur die eigene Kirche im Blick, sondern erkennen, dass Frauen auch in anderen kirchlichen Gemeinschaften von Ungleichheit, Unrecht und Diskriminierung betroffen sind. Was wichtig für die eine Kirche ist, ist auch wichtig für die anderen Kirchen. Diese Aussage von Schwester Nathalie im Vorfeld des ökumenischen Abendgebetes zur Synode gilt auch für die Situation von Frauen.
Wir haben auf unserem Weg zu einer synodalen Kirche gesehen, dass sich das Gift des Sexismus tief in die Strukturen der Kirche eingefressen hat. In jede Säule, in jeden Balken, in jede Bank. Bisher wurden die Schäden, die das Gift angerichtet hat, mit bunten Farben übermalt oder noch viel häufiger mit Gold übertüncht. Und der modrige Geruch des Giftes mit Weihrauch verschleiert. Gehegt und gepflegt von Päpsten, Kardinälen, Bischöfen und Priestern, frisst sich dieses Gift immer weiter in die Strukturen der Kirche hinein. Es ist an der Zeit, dass wir das Gift des Sexismus ausgraben, es entsorgen und vernichten, damit am Ende nicht das Fundament, der Fels, auf dem unsere Kirche steht, von diesem Gift zerfressen wird und damit der Samen, den wir sehen, aufgehen kann. Vielen Dank. Liebe Frau Franken-Wendelsdorf, ich danke sehr herzlich für diese sehr präzise, sehr klare, bis ins Scharfe gehende Tour d'Horizon über die ganze Welt. Es war, glaube ich, ein ganz wichtiger Aufschlag, den Sie gemacht haben. Nicht zuletzt, weil Sie auch das Thema Gewalterfahrung nochmal so deutlich mit hineingebracht haben. Das gehört in unseren Kontext mit hinein.